Respekt, wer es selber macht. Und wir wollen heute diese Wand hier streichen. Woher soll man bei diesen ganzen Farben wissen, welche man nehmen will? Herzlichen Glückwunsch, du Reiter, Junge. Unsere Hoodies. Naja, jetzt haben wir ein Model mit einer gebrochenen Hand. Oh, sehr, sehr gut. Wenn man einfach aufwacht und alles noch vom Vorabend stehen geblieben ist. Da kann der Tag auf jeden Fall nur noch besser werden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind immer noch beim Projekt Büro und heute wird hoffentlich ganz viel passieren. Aber erstmal muss ich eben klar Schiff machen. Und das seht ihr jetzt. Wow, das ging fix, Leute. Seht ihr das, wie clean das wieder ist? Okay, hier liegen noch Krümel rum. Und hier steht noch ein Glas, weil ich wollte euch das eben zeigen. Ich nehme seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen immer diese Biotin-Tabletten, damit meine Haare nicht noch mehr ausfallen. So sehen diese Tabletten aus. Die sind irgendwie gefühlt in so einer Plastikhülle, aber das ist natürlich irgendwas, was sich im Körper auflöst. Und ich wollte mal gucken, wie sich das auflöst. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das war jetzt gestern. Und da schwimmt immer noch dieses Teil drin rum, was mich echt verwundert. Naja, so viel dazu. Habt ihr wieder was gelernt? Und hier steht auch einfach immer noch Hellas Bananenbrot rum vom letzten Mal. Ich glaube, das war einfach noch nicht ganz perfekt. Übung macht den Meister, Leute. Das nächste Bananenbrot wird besser, denn ich wollte, dass Hella in Zukunft nochmal ein Bananenbrot backt. Ihr was bei Ikea gekauft und zwar eine richtige Backform und nicht nur diese komischen, die wir haben. Und eine Brotmischung, die kennt ihr vielleicht schon aus dem Ikea-Video. Eine Sache will ich euch noch eben zeigen. Wisst ihr auch noch aus dem letzten Video, als ich diesen Schrank aufgebaut habe? Es hat sich nichts getan seit dem letzten Mal. Es sieht immer noch genauso aus, weil wir irgendwie gar keine Zeit hatten, hier weiterzuarbeiten. Aber das soll ja da hinten an die Wand. Vielleicht schaffe ich das am Wochenende. Mal schauen. Ich hoffe, dass es im nächsten Vlog fertig ist, weil dann kann ich es euch endlich zeigen. Hella kocht sich jetzt ein paar Eier und telefoniert dabei mit Anke. Sie sind beide sehr motiviert auf dieses Video. Okay, ich muss jetzt los. Ich fahre nämlich jetzt erstmal los und hole ein paar Malsachen ab und dann muss ich schnell ins Büro, denn heute ist der 1. April und was macht man am 1. April? April-Scherze. Hella wurde eben schon richtig auf den Arm genommen und wir haben uns aber einen richtig coolen April-Scherz überlegt, aber davon erzähle ich euch gleich oder ihr habt den schon bei Hella auf dem Kanal gesehen, weil dieses Video wird ja nicht heute noch online kommen. Leute, ich war bei meinen Eltern und wollte Malsachen abholen. Guck mal, was ich bekommen habe. Einen Pinsel. Damit eine ganze Wand zu streichen. Wird ein bisschen viel, aber irgendwie haben die anderen Sachen alle weggeschmissen, weil die so abgenutzt schon waren. Man sieht es hier auch schon, dass der sehr oft schon benutzt wurde. Aber ich habe den mal mitgenommen, weil vielleicht sind am Ende noch ein paar Stellen, die ich damit ausbessern muss. Jetzt geht es erstmal ins Büro. Im Büro angekommen, kann ich euch endlich zeigen, was wir für einen April-Scherz uns überlegt haben. Und zwar das Video, was ich gerade hochlade, heißt Eilmeldung: Tom kauft ein Pferd. Wir haben also einfach so getan, als hätte ich mir ein Pferd gekauft. Und ja, das ist ziemlich unwahrscheinlich, weil ich erst einmal geritten bin. Und naja, in Südafrika. Bin ich auch ein paar Mal geritten. Aber ansonsten saß ich noch nie so richtig auf dem Pferd und habe auch nicht wirklich Interesse an Pferden, außer dass Hella Pferde mag. Und wir haben ziemlich viel unlogische Sachen in dem Video erzählt. Zum Beispiel, dass das Pferd Gerhard heißt, dass das schon mal geflogen ist. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann guckt euch das mal an, weil es ist wirklich witzig. Ich freue mich nur und ich bin gespannt auf die Reaktion von den Leuten, ob es vielleicht auch ein paar glauben, weil es ist halt schon unrealistisch. Aber das gehört halt auch zu einem April-Scherz irgendwo dazu. Hier seht ihr nochmal ein Bild von dem Pferd und mir. Das ist halt einfach ein Pferd aus dem Stall, was tatsächlich neben Gollum in der Box steht. Und wir haben gefragt, ob wir uns das ausleihen dürfen. Ja, und die meinten, na klar, einfach im Ordner Gerhard, weil wir das Gerhard genannt haben. Wer nennt sein Pferd auch Gerhard? Könnte man sich jetzt auch bei Gollum fragen. Wer nennt sein Pferd Gollum, aber deswegen, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man sein Pferd Gerhard nennt, wenn man schon ein Pferd hat, was Gollum heißt, oder? Aber was ihr hier im Hintergrund auf jeden Fall seht, ist, dass in diesem Büro seit dem letzten Video eigentlich nichts mehr passiert ist. Es sieht immer noch sehr kahl aus, außer die Wand, die wurde gestrichen, nochmal in weiß, weil da noch so ein paar Macken waren. Und wir wollen heute diese Wand hier streichen und dafür fahre ich jetzt gleich zum Baumarkt und kaufe Farbe. Wer jetzt als erstes errät, bei welchem Baumarkt ich bin, der wird Zuschauer des Monats. Also gut zuhören jetzt. Bibo, was weiß Obi? Ja, Leute, und wer hat als erstes erraten, schreibt es in die Kommentare. Und da gibt es hoffentlich die Farbe, die ich brauche, denn es wird ein Beige-Ton. Schade, dass die anderen Baumärkte nicht so einen coolen Song haben. Irgendwie, was, Hornbach hat doch Respekt, wer es selber macht. War nicht von Ikea dieser Werbeslogan? Lebst du noch oder wohnst du schon? Der ist auch geil, muss ich sagen. Also die Leute sind kreativ da. Woher soll man bei diesen ganzen Farben wissen, welche man nehmen will? Die sehen gefühlt alle gleich aus. Also ich tendiere gerade dazu, dieses Cozy hier zu nehmen. Das sieht irgendwie nice aus, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Leute, was ein Shot. Jetzt bin ich extra rausgegangen oder reingegangen, habe die Kamera hingestellt, um dann wieder rauszugehen und wieder reinzukommen, damit es aussieht, als wäre ich gerade reingekommen. Und ich habe jetzt was gekauft und zwar einmal dieses Set
für Einsteiger so ungefähr. Hier ist alles drin, was man braucht, um eine Wand zu streichen. So ein Teil zum Abkleben, weil ich die Ränder abkleben will. Und es ist diese Farbe geworden, Cozy. Der Eimer ist sehr, sehr, sehr klein. Ich hoffe, der reicht für die Tapete. Aber ich dachte so, bevor ich nachher ganz viel über habe, versuche ich es erstmal mit dem kleinen Eimer. Und da der Eimer leider so klein ist, dass dieses Ding da lange nicht reinpasst, musste ich dieses Plastikteil dazu kaufen, wo die Farbe reinkommt. Ich habe lange keine Wand mehr gestrichen, das kann lustig werden. Die Chefin ist jetzt auch im Haus angekommen. Und hier ist Passi, der besucht uns gerade. Und jetzt kann ich anfangen zu streichen, weil Hella hat mir die Unterlagen mitgebracht. Hört sich so an, als wenn du wirklich arbeiten würdest, ne? Aber eigentlich sind das nur diese Unterlagen. Erstmal abkleben. Wir wollen nämlich so einen weißen Rand hier drumherum lassen und nur den mittleren Teil der Wand streichen. So, jetzt wird Tom hier weitergeschoben. Los geht's. Sehr gut. Ich bearbeite in der Zeit Fotos. Ich zeige euch das mal kurz, was ich hier gemacht habe. Und zwar habe ich das Foto. Ja, das ist richtig stolz, weil sie zum ersten Mal. So sah es vorher aus und so sieht sie jetzt aus. Einfach der Hammer, oder? Unser April-Scherz ist gerade online gegangen und es haben einfach schon richtig viele geschrieben. April, April! Aber manche glauben es, glaube ich. Ja, manche schreiben richtig auf Ernst herzlichen Glückwunsch, wie und schön. Und es ist so heftig, dass das Video hat einfach nach einer Minute irgendwie 1000 Aufrufe gehabt. Bitte. Richtiges Clickbaiting hier, richtiges Clickbaiting. Und Hella, wie kommt das Video an? Richtig gut! Und schreiben halt so viele Leute, Hellas Freunde, von mir, meine Cousine hat meine mir geschrieben. Meine Freundin hat mir erstmal geschrieben, Hella, warum hast du mir davon gar nichts erzählt? Und meine Cousine hat geschrieben. Ja, herzlichen Glückwunsch, du Reiterjunge. Deine Schwester schreibt etwas verstörend, aber sieht süß echt aus. Etwas verstört, aber er sieht echt ganz süß aus. Ich nehm die halt echt alle hoch. Du wurdest heute auch schon auf den Arm genommen. Meine Mutter hat erzählt, dass wir jetzt noch ein Rehbaby haben bei uns zu Hause. Aber wir haben halt schon Lämmer und es war einfach nicht so abwegig. Und ich meinte so, oh mein Gott, Mama, schick mir direkt ein Foto. Und sie so, verarsche. Oh Mann, ey. Okay, wir haben jetzt richtig Hunger. Wir müssen jetzt schnell Mittag essen. Und danach mal gucken, ob ich das noch schaffe mit der Wand. Mm. Gesund, gesünder, Tom und Hella. Was hast du da? Curly Fries? Mhm. Wo kommst du denn her? Ein Curly Fry. Die schmecken so gut. Ah, vollgefuttert, ne? Was macht man als erstes nach dem Essen? Fingernägel lackieren. Das ist richtig gut geworden. Die sehen jetzt richtig schön aus. Sehr gut, Hella. Ja, ja, geht so. Und eigentlich wollte ich ja die Wand streichen. Irgendwie komme ich da gar nicht zu. Wir müssen nämlich jetzt gleich schon los und noch ein paar Fotos machen mit Lulu. Hella, es sieht halt immer so aus, als wenn wir hier nie arbeiten würden. Das ist vielleicht auch einfach die Wahrheit. Ja. Erst essen, Fingernägel lackieren, Wände streichen, Kumpels kommen vorbei. Nein, Spaß, wir bearbeiten hier weiter Fotos vom Springtraining. Leute, das sieht einfach cool aus, oder? Ich google gerade, warum ist diese Redewendung April, April, also nicht nur Redewendung, sondern warum die Menschen die anderen Menschen einfach veräppeln am 1. April. Aber hier steht, es gab mal so einen französischen König Karl, hieß der? Okay. Der nicht 9. Gerhard. Nicht Gerhard? Nein, Karl der 9. Und der hat den Neujahrestag vom 1. April auf den 1. im Kalenderjahr sozusagen verlegt. Aber es haben trotzdem dann noch Menschen einfach am 1. April weiterhin Einladungen zu ihrem Neujahrsfest geschickt. Ah, das ist ja lustig. Total witzig. Haben wir jetzt die Wand gestrichen, Hella? Nein. Wenn man so nach Hause kommt, das ist doch toll. Wie Weihnachten. Was ist noch angekommen, Hella? Erzähl. Unsere Hoodies. Aber die in Kindergrößen und in Hellas Größe. Vorher waren nur in meiner Größe. Ja, aber jetzt sind die auch in S angekommen. Und Kinder-Hoodies auch noch. Die sehen so aus, einfach eine Nummer kleiner. Die sind auch nice, halt ohne diese Bänder. Sehr Fresh. Schön. Und jetzt machen wir Bilder damit, aber ich muss mich eben noch kurz einmal ein bisschen hopp, hopp. Schön machen. Wir treffen uns um 16.30 Uhr mit Lulu. Das wäre in minus eine Minute. Also, wir sind jetzt im Stall. Es ist sehr windig und regnerisch, aber wir machen trotzdem Fotos. Da ist Lulu, unser Supermodel. Was hast du gemacht an deinem Arm? Erzähl mal. Ich habe mir meinen Mittelhandknochen gebrochen. Und wie? Mit dem Fahrrad. Oh, zeig mal deine Hand. Es ist immer noch so, dass man auf den Gips unterschreibt. Ja. Ich hatte mir mal das Bein gebrochen und da haben dann auch alle auf dem Gips unterschrieben. Okay. Naja, jetzt haben wir ein Model mit einer gebrochenen Hand. Und Hella, erzähl mal, der Stallbesitzer hat dich eben angerufen. Ja, der dachte, Tom hat jetzt ein Pferd gekauft. Er hat mich für FaceTime angerufen. Alle glauben das, das gibt's nicht. Der Stallbesitzer hat's geglaubt, deine Schwester hat's geglaubt. Irgendwie gefühlt alle haben's geglaubt. Vor allen Dingen kennt der halt das Pferd, was hier im Stall steht. Ist es ein Pferd, was hier im Stall steht? Und er dachte, ich habe das Pferd gekauft. Und wo machen wir das Fotoshooting? In einer Pferdebox. Macht ihr jetzt zu zweit Fotos oder erstmal alleine? Erstmal hier nur alleine, dachte ich. Okay, dann und dann können wir nochmal schauen, genau. Das sieht gut aus. Wow.
Wow. In der Pferdebox. Ja, sehr schön. Wow, Lulu, das sieht gut aus. Ich habe auch schon gemodelt letzte Woche. Ich stand auch vor der Kamera. Wenn ihr die Fotos sehen wollt, dann müsst ihr jetzt auf hellagabbert.de gehen. Sehr gut. Lulu, ein bisschen mehr Einsatz. Dieses Pferd. Ja, guck mal zu Clara. Sehr gut. Jetzt machen wir noch schöne Bilder zu zweit. Hella und Lulu. Sieht das nicht süß aus? Voller Körpereinsatz. Heidi Klum, was sagst du? Tom ist der nächste Starfotograf. Nächstes Jahr bei GNTM dabei. Oh, sehr, sehr gut. Wenn es jetzt noch ein bisschen mehr Wind, dann würden die Haare so schon fliegen. Das sieht süß aus. Was machen wir hier halt? Die Bewerbung für GNTM 2023 ist raus. Wie war das Shooting? Hat es dir Spaß gemacht? Ja. Den kenne ich ja. Es war richtig gut, aber richtig kalt. Jetzt müssen wir noch eben Lulu wegbringen. Als Dankeschön bringen wir sie zu ihrer Freundin. Und sie darf die Pullover behalten. Wie findest du die Pullover? Geil. Ja, die sind echt nice. Wie fühlen die sich an? Erzähl mal. Die fühlen sich richtig gut an. Vor allem ist es halt warm, aber nicht zu warm. So bei diesem kalten Wetter ist es echt schön, wenn es nicht zu warm ist. Ich bin wieder im Büro angekommen. Die beiden Mädels habe ich abgesetzt zu Hause und bei der Freundin. Und ich warte jetzt hier auf Pascal, der heute Morgen schon mal hier war. Und mit dem fahre ich gleich zu Ikea. Eigentlich müsste diese Wand jetzt auch noch gestrichen werden. Aber ich habe mir überlegt, weil Ikea gleich zumacht, fahre ich erstmal zu Ikea, hole noch ein paar Sachen, die ich brauche. Oh. Ganz aus der Puste vom Treppe laufen. Und dann wird hoffentlich mal die Wand gestrichen, auch wenn es dann schon dunkel ist. Aber das Gute ist, die Lichter hier drin sind wirklich sehr, sehr hell. Das heißt, wow, wir können hier theoretisch auch im Dunkeln streichen. So, hier ist Pascal und da ist Ikea und wir gehen jetzt rein und holen die Sachen. Aber Leute, ich wüsste nicht, was ich ohne Pascal machen würde, weil mein Auto ist zwar cool, aber es ist so, hat so einen blöden Stauraum, dass das, wow, die Sachen rollen da hinten rum. Es hat alles reingepasst, das wollte ich eigentlich nur sagen. Und das ist einfach mega, weil wir haben wirklich viel gekauft. Zwei Schreibtische, eine Riesenkommode. Aber ich glaube nicht mehr, dass ich es heute noch aufbauen werde, weil es ist so viel und es ist immer so stressig, diese ganzen Sachen aufzubauen. Dann streiche ich lieber noch die Wand. Solche Freunde will man haben. Man filmt und die schleppen. Hier, jetzt steht alles schon oben. Und jetzt warten wir hier auf Hella und Patrick. Die wollen nämlich auch noch vorbeikommen, die Schaulustigen. Wow, zu später Stunde nochmal ein paar Ehrengäste hier. Hella und Patrick und Passi. Richtiges Treffen hier. Finde ich voll nett, dass ihr alle kommt zum IKEA-Sachen aufbauen. Die warten hier nur darauf, aufgebaut zu werden. Oder die Wand streichen, kann auch noch gerne jemand übernehmen. Was ist das? Das ist etwas für dich. Nice. Geil, eine Waffle. Also, was schätzt ihr, wie groß ist diese Wand? Wie viel Quadratmeter? In deren Gesichtern, Alter, wie die rechnen gerade. 13 Quadratmeter? Okay. Oh, so 10, würde ich habe voll rangezoomt. Pascal sagt 10, Patrick sagt 13. Dann sage ich jetzt einfach mal 11,5. Okay, hoffe ich auf jeden Fall, dass 11,5 sind, weil das hier sind 8 bis 12 Quadratmeter. Ich setze den ersten Streifen. Wow! Wie findest du die Farbe? Die ist halt jetzt nass, aber... Ich finde die richtig schön. Ist jetzt eine andere Farbe als die, die ich eigentlich wollte. Die ist ein bisschen heller als gedacht. Jetzt kommt die fette Rolle. Zeig mal einmal, was ich schon geleistet habe. Das sieht bisher so aus. Ich finde es richtig gut geworden. Danke. Ich hab die Post mit dem Moped hier. Eieiei, ein ganz anderer Farbton. Eieiei. Die da hinten, die haben die ganze Zeit kluge Sprüche. Oh, das ist viel dunkler hier und viel blablabla. Es gibt auch nur eine Rolle. Ich wollte dir gerade helfen und du meintest nein. Wenn jetzt alles vorbereitet ist, dann nicht. Also wenn es jetzt schief geht, dann hat es nicht an mir gelegen. Da war's. Jetzt sind es 3 verschiedene Wandtöne. Oh, Tom, das sieht nicht gut aus. Leute, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Jetzt muss ich morgen nochmal zu Obi fahren und noch mehr Farbe holen. Und dann muss das morgen wieder trocknen, bevor ich hier die ganzen Möbel ranstellen kann. Ich dachte so, ich streiche das noch schnell heute Abend. Dann seht ihr es wohl erst im nächsten Video, wie es dann hier final aussieht. Was macht ihr hier eigentlich alle? Guck mal, die schauen alle nur zu. Die sitzen hier alle.
Wenn du nur eine Rolle hast, können wir vielleicht mithelfen. Halt echt. Ich würde sagen, ich brauche noch die letzte Farbe hier auf und dann mache ich morgen weiter. Und dann war es das mit dem Video. Das ist ein trauriges Ende. Wie findet ihr das denn, die Farbe so bis jetzt? Also ich finde es mega. Ja, sieht super toll aus. Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und dann seht ihr, wie das hier alles geworden ist oder vielleicht sogar, wie wir es noch zu Ende streichen. Mal schauen. Aber bis dahin erstmal gesund bleiben und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.